Entschuldigung, Sabine Leidl hat als nächste Rednerin für die Linke das Wort. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, der Antrag der Grünen enthält nichts, von dem wir nicht sagen würden, ist gut. Allerdings gehen Sie davon aus, gutwillig, dass die Bundesregierung die Großprojekte eigentlich im Kosten- und Zeitrahmen realisieren will, aber nicht die richtigen Instrumente zur Verfügung hat oder nicht genügend kompetent ist. Und ich teile ehrlich gesagt diese optimistische Grundhaltung nicht. Im letzten Jahr sind zwei echte Megaprojekte in Betrieb gegangen, der Gotthardtunnel in der Schweiz und der neue, stark ausgebaute Panama-Kanal. Bei beiden Großprojekten wurde der Kosten- und Zeitrahmen weitgehend eingehalten, also was im Nachbarland Schweiz oder gar in dem mittelamerikanischen Kleinstaat Panama möglich ist, sollte doch hier auch machbar sein. Zumal es in der Schweiz übrigens teilweise die gleichen Baukonzerne sind, die den Plan dort einhalten und hierzulande die Großprojekte aus dem Ruder laufen lassen. Vielleicht steckt da ein bisschen System dahinter, wenn es bei Großprojekten schiefläuft. Auch hierzulande sind ja in bestimmten Zeiten, in den 1980er Jahren, Dutzende Autobahnen, Flughäfen, auch Bahnneubaustrecken und mit Kassel-Wilhelmshöhe auch ein großer Bahnhof neu und im Rahmen gebaut worden. Heutzutage sieht aus meiner Sicht das systematische Problem folgendermaßen aus. Man schaltet bestehende Gesetze und Kontrollmechanismen aus und lässt auf diese Weise denen, die von den Bauzeitverlängerungen und von den Kostensteigerungen profitieren, die gibt es ja auch, es ist ja nur die öffentliche Hand, es sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die drauflegen, denen lässt man freien Raum. Kostensteigerung, fehlende Transparenz und Kontrolle bei Großprojekten werden im Grunde regierungsseitig ermöglicht. Dazu gehört, und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, dass Gutachten und Empfehlungen des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe von Vertretern der Bundesregierung nicht nur ignoriert, sondern auch diskreditiert werden. Das taucht in Ihrem Antrag leider gar nicht auf. Dabei sind die Rechnungshöfe im Grundgesetz und in den Verfassungen der Länder verankerte Kontrollinstitutionen. Und sie funktionieren eigentlich sehr gut. Beziehungsweise sie würden funktionieren, wenn man auf sie hören würde und ihre Rechte und Kompetenzen stärken statt schwächen. In Ihrem Antrag, liebe Grünen, heißt es, es gäbe keine unabhängigen Untersuchungen zur Kostensenkung zu den Kosten von ÖPP-Projekten und Sie fordern den Verzicht auf ÖPP. Das finden wir super, da sind wir ganz beieinander. Aber der zitierte Satz ist nicht richtig. Es gibt diese unabhängigen Untersuchungen. Und diese belegen das Gegenteil dessen, was zum Beispiel Herr Dobrindt und seine Freunde behaupten. Sie belegen, ÖPP verteuert Projekte massiv. Viele davon werden mit solchen ÖPP-Projekten in den Sand gesetzt. Und es waren die Rechnungshöfe von Bund und den Ländern, die die Belege dafür erbracht haben. Große Publikationen sind darüber entstanden. Oder nehmen wir Stuttgart 21. Dazu steht ein bisschen schmallippig in Ihrem Antrag, drei Zeilen. Es wird von 6,5 Milliarden Euro überhöhten Kosten gesprochen. Das ist ein bisschen erstaunlich. Wir wissen von dem Gutachten Viereck und Rösler, dass es bei 10 Milliarden liegen wird. Und mit Veröffentlichung des Gutachtens des Bundesrechnungshofes sehen wir das bestätigt. Und was macht die Bundesregierung und die Deutsche Bahn? Sie behaupten entweder, den Bericht nicht zu kennen oder dass er von falschen Voraussetzungen ausgehen würde. Dabei wissen eigentlich alle, dass der Bundesrechnungshof recht hat. Zum Schluss, Sie schreiben in Ihrem Antrag, das wurde ja auch gerade schon moniert, dass die Bundesregierung zwar eine Analyse veröffentlicht hätte, aber keine Initiative, um die Kosten von Großprojekten zu senken. Tatsächlich hat Herr Dobrindt einen 100 Seiten starken Endbericht vorgelegt und darin wird unter anderem empfohlen, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren einzuführen. Das heißt, private Schiedsgerichte sollen etabliert werden, um sozusagen zwischen der öffentlichen Hand und den privaten Akteuren auszugleichen, jenseits der vorhandenen. Frau Leidig, ich muss auch Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Auch Sie haben Ihre Redezeit schon wieder spürbar überschritten. Jenseits der vorhandenen Institutionen, und das wäre die Richtung, mit der Sie auch in TTIP und CETA ziehen wollen, das lehnen wir ab. Und ich kann nur hoffen,
dass wir gemeinsam verhindern können, dass eine solche Verschleierungstaktik auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingeführt wird. Danke. Florian Pronold hat